Club ist heute fast so etwas wie ein Familientreffen. Ein Treffen von grossen Persönlichkeiten aus dem Schweizer Showbusiness. Sie verbinden alle die Musik und es verbindet sie der grösste Musikevent der Welt, der Eurovision Song Contest. Seit 66 Jahren sorgt der Eurovision Song Contest für Spektakel. Und seit 66 Jahren mischt auch die Schweiz mit dem Reigen der unvergesslichen Auftritte, schrillen Figuren und großen Emotionen. Was macht der ESC so erfolgreich? Geht es wirklich nur um Musik oder geht es eben auch ein bisschen um Politik? Und was heisst es, das eigene Land auf der grossen Bühne zu vertreten? Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zum Club und heute mit ganz prominenten Gästen. Bei mir sind Paola Felix. Sie ist als Sängerin, Moderatorin und Entertainerin auf der grossen Showbühne zuhause gewesen. Und das weit über die Schweiz raus. Zweimal war sie selber am ESC, 1969 und 1980. Peter Räber, über 2 Millionen verkaufte Tonträger, 2000 Auftritte und ESC-Rekordhalter. Mit Peter Sohn Mark ist er 4-mal selber auf der ESC-Bühne gestanden. Zweimal hat er einen Song für die Schweiz geschrieben, auch der für Polen. 14 Alben, 32 Singles, 15 Preise. Der Michael von der Heide gehört heute zu den erfolgreichsten Sängern der Schweiz. 2010 hat er die Schweiz am ESC vertreten. Sandra Studer, sie ist seit 3 Jahrzehnten im Fernsehen und auf der Schweizer Bühne präsent. Im Moment mit dem Musical Sister Act. 1991 hat sie selber am ESC gesungen und sie hat den Event lang kommentiert. 2020 hat er die Talentshow Voice of Switzerland gewonnen. Der Remo Forrer vertritt das Jahr die Schweiz am Eurovision Song Contest. Nächste Woche reist er ab nach Liverpool. Und last but not least, Sven Epine, Moderator SRF, er kommentiert den ESC für die Schweiz und das seit 15 Jahren. Guten Abend, schön sind Sie da, ich freue mich auf das Gespräch. Später in dieser Sendung schalten wir noch zum Frank-Dieter Freiling. Er ist der Auslandschef von ZDF und er ist auch der Chef von der ESC Reference Group. Das ist die Gruppe, die eben auch sich die Songs genau anschaut und darüber bestimmt, welche Songs können teilen. Ja, Paola Felix, ich habe eigentlich gedacht, dass Sie mir sagen, nein, ich mag jetzt nicht nochmal über den ESC reden, ich komme nicht, aber ganz im Gegenteil. Sie haben gesagt, natürlich komme ich, ich bin ein Eurovision-Kind. Also die Faszination ist ungebrochen für den Event. Absolut, absolut. Das wird so bleiben, weil an den Eurovision Song Contest sind die Concours Eurovision de la Chanson oder den Grand Prix de la Chanson, hat man auch genannt. Das hat mir so viel Glück gebracht. Und jedes Jahr, wenn ich das Festival sehe, kommen alle die wunderschönen Erinnerungen wieder auf. Und übrigens, Paola Felix, also Paola ist okay, wir sind ja da eine grosse musikalische Familie. Darf ich das so anbieten? Also, du. Dass wir nicht per se miteinander sprechen. Ich glaube, das vereinfacht den ganzen Abend. Ja. Gerade mal einen guten Start in die heutige Sendung. Wir schauen wir doch mal zurück, wie du als 18-Jährige hier nach Madrid gereist bist, 1969, hier auf dem Weg und hier am Flughafen. Ich bin sehr glücklich, die Schweiz beim Festival der Eurovision in Madrid vertreten zu können. Ich hoffe natürlich auf einen guten Platz und ich werde mein Bestes dazu geben. Bonjour, bonjour, es ist schön, dich mal wieder zu sehen. Bonjour, bonjour, gerade heute scheint die Sonne so schön. Es singen alle mit. Fünfter Platz, sie haben begeistert, du hast begeistert. Und dein Leben hat sich dann wirklich verändert nach dem, oder? Nach dem Bonjour. Ja, das war wirklich der Beginn, wo zu einer Karriere geführt hat. Ich kann es einfach immer wiederholen, mein Traumberuf ist in Erfüllung gegangen. Und darum
ist es für mich einfach jedes Jahr der Event, wo mir so viel bedeutet und so viele Erinnerungen kommen. Und das zweite Mal bin ich ja dann auch 1980 nochmal dabei gewesen mit dem Lied Cinema, Peter, wo du mir auf den Leib geschrieben hast. Und ja, also es ist, da bleibt einfach ewig. Das ist so ein Event und ich gönne das jedem, wo an das Festival geht, jetzt dann auch dir, Remo. Toi, toi, toi. Es ist einfach ein Erlebnis, das unglaublich ist. Aber dir hat es noch eine interessante Geschichte gegeben. 1969, das einzige Mal in der Geschichte, hat es, glaube ich, 4 Sieger gegeben. Ja. Alle punktgleich. Also eigentlich wärst du zweit geworden, nicht 5. Ja. Wenn man es denken, oder? Okay, nehme ich an. Ja, das war also hochinteressant. Und es gibt aber auch die Geschichte, also denn zumal haben ja die Lieder in einer Landessprache gesungen werden. Das ist das Erste, was heute nicht mehr ist. Ein Komponist oder der Textautor musste Schweizer sein. Und der Texter war Jack Stark. Er war ja denn zumal der Chefredakteur von der Tele. Und er hat uns hinterher erzählt, er sei angesprochen worden von einem Herrn vom spanischen Fernsehen und hat ihm gesagt, wenn die Schweiz unserem Beitrag die höchste Zahl gibt, haben sie ein Ferienhaus zu gut in Spanien. Der Abend ist gekommen, die Schweiz hat 0 Punkte auf Spanien gegeben und er hat bis heute kein Ferienhaus. Also die Punktvergabe, ist das alles? Ist das alles? Ich weiss ja nie, ob da was da was da Türk ist, oder? Ich komme jetzt drauf, eben wegen den 4 Gleichplatzierten. Und das Interessante war, also 4 Gleichplatzierte, in welchem von diesen 4 Ländern soll das nächste Festival stattfinden? Und ich weiss ja noch, der Max Ernst, der Unterhaltungschef, den zumal vom Fernsehen, gesagt, Paula, alles, nur nicht gewinnen. Nein, es ist wunderbar, zu teuer. Es ist zu teuer, wenn wir das dann in der Schweiz machen müssen. Und dann war aber, welches Land geht man jetzt hinterher? Und dann war mal ganz kurz der Gedanke, ja, man könnte ja in den Zweitplatzierten, also in die Schweiz gehen, damit man nicht, ja, wenn man nicht weiss, wer soll man nicht von diesen 4. Also ich glaube, da hätte Max Ernst schon noch mal ein bisschen Angst bekommen. Aber eigentlich, also eigentlich ein Stichwort, eigentlich hätte man gar nicht gewinnen. In dem Fall sind ja dann, bist ja auch du, wir sagen jetzt einander, du, Peter Reber, wirklich gefährlich geworden, weil sind einige Mal ganz nah angekommen. Aber doch das erste Mal im 71 in Dublin mit deiner Band, man sieht dich da am Flughafen, wo ihr gerade ankommt, Peter, Sue und Mark. Ganze 22 Jahre alt, noch mitten im Psychologiestudium, also noch kein Vollblutmusiker, also schon, aber nicht. Und mit dem Lied dann 12. geworden, ein bisschen enttäuscht, aber die Geschichte dahinter ist ja, du hättest fast den Auftritt verpasst. Ja, also wir waren nervös, also wir waren sehr jung und eigentlich Amateurmusiker. Und das war in Dublin, so in im Stadttheater, so ein schönes Plüschtheater. Es war noch nicht ein riesiges Event, wie es heute ist. Und es hatte so Garderobenfrauen oben gehabt. Und wir waren riesige Folk-Fans. Und der Marc und Sue haben mit diesen Damen zusammen Folksongs irische gesungen. Oder während wir auf einen Auftritt gewartet haben, ich war hinter dem Vorhang und habe geschaut, wie wir drankommen. Und habe dann gepfiffen und habe das fast verpasst. Wir sind wirklich sehr, sehr knapp auf die Bühne gekommen. Aber es war eine grossartige Erfahrung. Ja, es ist ja weitergegangen. Also keine Formation hat die Schweiz so oft vertreten, 4-mal selber auf der Bühne gestanden, aber eben auch Lieder komponiert. Eben das für Paola, ein Cinema, aber auch eine Swiss Lady für Pepe Lienhardt. Hat es in dieser Zeit so etwas geheißen, wenn der Reber ein Lied einreicht, dann ist eine Qualifikation schon fast sicher? Ja, also es hat immer in der Schweiz Ausscheidungen gegeben. Also wir mussten uns schon noch uns vor dem Publikum zeigen. Und den ersten Platz erringen. Aber wir haben auch probiert, und sind 2-3 Mal zweit geworden. Also von 1971 bis 1981 war ich nur 6 Mal. Und jetzt schauen wir doch mal kurz, wenn wir schon so ein bisschen schwelgen und die Nostalgie so ein bisschen uns dem widmet, schauen wir kurz die Auftritte an und deine Kompositionen. Ich ein Mann aus den Bergen und wenn sie einmal gehört hat. When Jumbo Jumbo plays his barrel organ, children
spotless circus in the streets. Una farfalla che non vola più. Ja. Nein, aber das ist ja wirklich etwas, was einem das Herz aufgeht, ganz egal, auch wenn man jetzt auf Rap steht oder auf Metallica steht. So Melodien, da gehen einem einfach das Herz auf. Remo, was hat das mit dir gemacht, so eine Melodie? Und der Text, also irgendwie, ich könnte nicht atmen, gäbe es dich nicht. Es ist Schweizer Geschichte, ist sehr schön zu hören. Ist auch, ja, ich freue mich, oder wenn ich in ein paar Jahren auf meinen Auftritt kann zurückschauen kann, dass ich auch hoffentlich die Emotionen wieder spüre. Dass auch alle anfangen zu singen im Club. Ja, genau. Ja, genau. Welches Wort darf dann nicht fehlen in einem Schlagersong? Welches Wort braucht es? Liebe, Amore, Emotionen. Amour. Ja, heute ist es Love, weil fast alles ja, ist. Love, ist genau. Gold. Ja, Gold dafür fehlen, aber Herz und Gold. Es lässt ja alle Möglichkeiten offen. Und das ist das Schöne an Eurovision. Es ist eben so eine, eine lustige Geschichte. Es ist eine Wundertüte, die da aufgeht. Und da hat es alles dabei. Man kann sich freuen, man kann sich ärgern. Es ist wie bei einer Boulevardzeitung. Es hat sie niemand gekauft, aber jeder hat sie gelesen. Ja. Und das ist auch immer spannend, weil es darauf hinausgeht, wer wir gewinnen. Und das kann von subtil bis skurril rauskommen. Und das ist auch spannend, ja, weil es am Abend. Aber das ist gerade das Stichwort, oder? Niemand hat sie gekauft, alle haben sie gelesen. Sven, das ist, zeige ich dir, die Einschaltquote. Also ich meine, wir reden von 200 Millionen Menschen, die das jedes Jahr schauen. In der Schweiz sind es 50%, in Deutschland 30% und in Island interessanterweise 97%. Ich frage mich, was die anderen... Was, was machen die anderen drei? Nein, es ist ein Giga-Event, oder? Was ist die Faszination? Ja, wie es der Peter schon gesagt hat, es ist wirklich eine Wundertüte. Es können alle mitmachen und es können sich alle so präsentieren, wie sie sind. Egal welche Couleur, egal welche Gesinnung, egal ob Härte, Heavy Metal oder ein bisschen schlagermässig. Es ist eine Bühne, wo alle dürfen stattfinden. Und das macht es aus. Es ist ein friedlicher Anlass. Unglaublich. Ich durfte schon x-mal vor Ort vorbeigehen und dort arbeiten. Da kommen Leute zusammen, die aus anderen Ländern her kommen, anreisen, die das anschauen wollen, die Fans, all die Künstler, all die Produzenten, Produzentinnen. Und es ist immer gute Stimmung. Es ist wirklich über Sprach-, Landesgrenzen, über politische Grenzen hinweg einfach ein toller Anlass. Und ihr habt es alle gesagt, es ist der grösste Musikanlass der Welt mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Australien, wo seit Jahrzehnten das am Morgen früh in Down Under mitfiebert, wo ganz viele Fans hat. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte, wo man auch stolz sein kann, wenn man auftreten kann und dort ein Teil dabei sein darf. Sandra, du hast ja lange kommentiert, aber vor allem 91 hast du gesungen selber. Wie war das für dich? Also, es war sicher auch ein Karrieresprung, aber ich glaube, mehr so ein bisschen wie ein Abenteuer. Oder? Du musst mal so ein bisschen schauen. Ja, also für mich ist es damals, ich glaube, der ESC ist damals, oder der Concours Eurovision ist damals das gewesen, was heute alle die Castingshows sind. Das ist für mich damals die Möglichkeit gewesen, zum einmal ins Rampenlicht zu stehen und zu singen und mich zu präsentieren und mich noch einmal zu zeigen. Es ist die einzige Möglichkeit in dem Rahmen, den man damals hatte. Und ich bin mit dem ESC aufgewachsen. Ich habe den mit der Muttermilch getrunken. Wir sind jedes Jahr vor dem Fernseher gesessen mit Chips und Nüsse, die ganze Familie. Und man hat gefiebert. Und ich weiß, ich habe noch von Hand Tabellen gemacht für alle Familienmitglieder und alle haben ihre Punkte eingetragen und man hat gefiebert. Und für mich damals dann dürfen, für die Schweiz dort hinzugehen, das live zu erleben, da ist für mich einfach ganz, ganz ein grosser Traum in Erfüllung gegangen. Für dich, Michi, hat der Traum ja ein klares Datum. Also deine ESC-Faszination ist wirklich so datiert, nämlich auf den Auftritt von der Paula im Jahr 1980, ja. Oder? Das ist nämlich lustigerweise, ist genau morgen. Oh, jetzt sehen wir da gerade den Song, du hast sogar einen Song geschrieben dazu. Paola et moi. Genau. Da sieht man mich sitzen mit meinem Papa und mit der Mama an dem 19. April 1980. Das ist der Herz. Das ist der Süß.
wunderschön illustriert von deinem Partner Willi Spiess. Aber du hast einen Song geschrieben über das Erlebnis. Genau. Quasi. Also, das hat ja angefangen. Es war morgen vor 43 Jahren, genau, als du die Schweiz vertreten hast am Grand Prix Eurovision de la Chanson. Und das war das erste Mal, als ich das schauen durfte. Und ich habe mich total verliebt in Paola, ihre wunderschöne Stimme, in das schöne Lied und auch in Grand Prix Eurovision. Und ich habe meinen Eltern gesagt, ich werde auch mal Sänger. Ich werde auch mal an der Grand Prix Eurovision de la Chanson gehen und ich werde Paola heiraten. Zwei Sachen von denen. Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Und am dritten schaffst du es. Am dritten kann Paola sehr froh sein, dass sie ihre grosse Liebe gefunden hat. Aber du hast ja ihr dann auch geschrieben. Viel später dann auch mit ihr gesungen, aber du hast ihr ja gerade geschrieben, oder? Ja, ich habe damals geschrieben. Ich bin ja in Amden aufgewachsen, ein kleines Dörfli über dem Wallensee. Und dort im Konsum hat es Kugelschreiberli gegeben mit einem Buchstäbeli. Und da habe ich habe gewusst, dass Paola am 5. Oktober Geburtstag hat. Also dann den Oktober drauf habe ich ihre das zum Geburtstag mit meinem kleinen Taschengeld habe ich ihr das Kugelschreiberli geschickt. Und sie hat das auch schön zurückgeschrieben. Sie hat da immer noch den Kugelschreiber. Ja, ja. Hey. Es ist so. Und sie hat mir so schön zurückgeschrieben. Und später hat natürlich im Duett gesungen, aber ist echt du die Schuld, Sandra, oder? Ja, das Sendung ist Takito. Genau, das ist die Idee meiner Sendung geboren, dass die beiden eigentlich mal zusammen singen müssten. Und dann ist aber der Max übergekommen und hat mir die Idee weggeschnappt fürs Benissimo. Benissimo. Genau, da bin ich dann mit abgesagten Hosen da gestanden. Aber ich fand es einfach grossartig, gefunden, dass das noch mal zustande gekommen ist. Obwohl du gesagt hast, Paola, dass du nie mehr wirst singen, das auch quasi durchgezogen hast. Aber für den Michael, jetzt wissen wir ja, warum so eine grosse Ausnahme gemacht hat. Nein, ich habe die Sendung wirklich gesehen. Denn zumal hat man nicht hinterher schauen, oder? Live gesehen und tatsächlich habe ich gehört, wo er sagt, ich würde so gerne ein Duett machen mit der Paola, aber sie singt ja nicht mehr. Und am anderen Morgen, wo der Max Sieber angerufen hat, habe ich schon gewusst, warum er anruft. Weil in dieser Sendung werden Wünsche erfüllt. Ja, und ich glaube, ich habe noch nie so schnell Ja gesagt. Das ist schön. Ja. Das freut mich. Und ich muss auch sagen, es ist eine wunderschöne Freundschaft entstanden in all diesen Jahren. Ich verfolge, was du machst. Und und du bist ja gerade Fußballvertreter von der Paola. Du bist aber zuerst beim ESC nur dabei gewesen, in der deutschen Vorausscheidung. Nämlich mit dem Lied «Bye, bye, bye». Und dort bist du bei den Deutschen dabei gewesen, weil Gunvor hat 0 Punkte gemacht. Damals vorher ist ja glaub, schon die Mauer gefallen oder der Osten ist schon ein bisschen aufgegangen. Es hat zu viele Länder gehabt und die 5 letztplatzierten Länder mussten dann bis ein Jahr aussetzen. Und da war die Schweiz dabei gewesen. Ich glaube, das erste Mal, wo es geheiss hat, 0 Punkte. Und dann hat die ARD die Idee gehabt, der Schweiz so ein kleines Startplätzchen zu geben. Und der Toni Wachter, der damalige Unterhaltungschef, hat gefunden, ich wäre da der Richtige. Und während du weiterredest, schauen wir gerade schon rein. Du kannst gerade schon kommentieren mit einer wirklich gewagten Tanzanlage. Ja, siehst du? Ja, du. Kann ja etwas lernen. Ja, also, ja, gut. Ich werde mich heute nicht betrinken, will dir nur zum Abschied winken. Es ist auch die Zeit, Sandra Studer hat das co-moderiert in der ARD. Der Michael Lewinsky hat mir den Song geschrieben. Der ist jetzt der bekannte Filmemacher. Und ich möchte noch dazu sagen, dass ich schon damals mit meinem zweiten Album sehr erfolgreich war. Ich bin im Feuilleton besprochen worden. Ich war in der Hitparade. Ich habe gefunden, an das sage ich, gehe ich sicher nicht. Weil damals habe ich dann den Eurovision Song Contest irgendwann, wo dann das Orchester, wo der Monsieur Peter Reber nicht mehr am Dirigentenpult gestanden ist, hat es mir dann irgendwie, ist es mir ein bisschen zu trashig gewesen, eine Zeit lang. Oder es hat einfach, also wenn die Musik an die Band kam, ist, also hat es eine Zeit lang gegeben, wo ich das ein bisschen ins Eich gefunden habe, die Eurovision. Und dann bist du auch für die Deutschen gegangen? Ja, nein. Und ich habe dann gesagt, nein, ich will lieber nicht gehen. Und die Plattenfirma hat gesagt, die Schweizer Plattenfirma hat gesagt, also wenn du das machst, dann können wir dir garantieren, dass du bei RCA Hamburg, wo die Beatles auch gewesen sind, vorher dein Album rauskommt. Dann habe ich gesagt, dann halt. Und dann hat es mir den Ärmel reingenommen, muss ich sagen. Also, da im Chor hat man Nubia gesehen und Tanja Dankner. Eine grosse Freundschaft entstanden, auch musikalische. Und dann habe ich einfach wirklich, hat es mich reingezogen. Also, das vergisst man nicht. Auch die Zeit. Und das, man ist schon so lange miteinander zusammen im Team. Also, der Schweiß zusammen. Und,
Ja. Aber du hast den Ärmel gezogen. Du bist ja nochmal gegangen, 2010, wirklich an ESC. Interessant habe ich den gefunden. Du hast 5 Jahre vorher gesagt, bei dir, Sandra, in einer Sendung, hast du gesagt, du würdest dich das nie getrauen, jetzt wirklich zu gehen. Okay. Und du warst 6 Wochen vor deinem Auftritt beim Aschbacher und warst richtig nervös. Vor dem 2010 Auftritt. Warum hast du dann gleich gesagt, ich gehe? Es ist ja ein bisschen gemein. Es ist als etablierter Künstler. Ja. Kann auch ein Risiko sein. Es war jetzt eben genau die Zeit, in der etablierte Künstler, also Schweizer Künstler, waren. Der DJ Bobo war, Lovebug war. Und sie haben beide in dem Sinne nicht reüssiert. Und man war fast ein bisschen schockiert, dass der Bobo, wo man denkt hat, im Osten wahnsinnig viele Fans hat, dass das nicht aufgegangen ist mit diesen Punkten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also gut, also pff. Ich bin jetzt schon so etabliert, also mich wird es nicht Karriere kosten. Und ich habe ja dann, wie alle anderen, es hat 200 Bewerbungen gegeben. Dann habe ich irgendwie gedacht, es kommt ja dann niemand mit über, wenn ich nicht gewinne, den internen Vorentscheid. Und dann habe ich halt gewonnen. Und mich sehr gefreut. Und, gut, ja. Jetzt schauen wir euch beide Auftritte noch schnell an dem ESC, wie das bei euch beiden ausgesehen hat. Sandra und der Michi. Il pleut de l'or chaque fois que tu me parles d'amour. Il pleut de l'or, il pleut de l'or. On sent pas tant pour faire le grand tour. La beauté étoilée, les destins sont dorés. Das ist ein Strassenfeger. Warum hat das nicht gelangt? Das Finale, letzte wurde mit 2 Punkten. Kann man doch auch, oder 2 Punkte immerhin aus ja. Georgien. Ja, danke Georgien nochmal. Die haben einfach einen guten Geschmack dort in Georgien. Es war halt ja, auch die Zeit, wo die Landessprachen noch nicht so. Die kommen ja jetzt wieder ein bisschen. Ja. Also viele Länder singen wieder, besinnen sich wieder zurück auf die Landessprache. Und so in diesen 10er, 0er Jahren haben die Leute wirklich gefunden, also wenn es nicht Englisch ist, dann geht gar nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht auch noch ein bisschen spezieller war. Was dich ja speziell macht, lieber Michael. Es ist schade, dass die French Connection nicht funktioniert hat. Wo normalerweise ist es der Eurovision, wo früher wirklich funktioniert hat. Oder Luxemburg, Monaco, Belgien. Aber Cinema hat auch nicht viele Punkte bekommen von Frankreich, um es noch zu sagen. Gell? Ja, also eben, es funktioniert manchmal und manchmal nicht. Okay. Du hast es eben auch gesagt, du bist in Rom, hast ja gesungen und man hat gewusst, dass du spanische Wurzeln hast und hast gesagt, du hättest von Spanien keine Punkte bekommen. Genau. Und das ist auch das Problem immer zwischen Österreich und Deutschland und auch manchmal die Schweiz, wo sich einfach gegenseitig kein Punkt vergeben. Ich weiss, die Lena Valaitis, die hat mich manchmal noch angesprochen. Sie ist Zweite geworden, weil sie von der Schweiz keine Punkte bekommen hat. Genau. Ja. Und hat gefunden, warum heben wir nicht zusammen? Aber die zum Beispiel gewonnen hat, bei der Schweizer Jury, die hat die maximal Punktzahl von der Schweizer bekommen. Also es ist manchmal ganz schwierig zu erklären. Aber Punktevergabe, du hast ja noch so etwas erlebt, Sandra, mit Spanien. Ja, die Kneipenspanier. Das ist ein komisches Zeichen. Ja, Kneipenspanier, mit denen habe ich auch Geschichte. Ja, es geht ein bisschen lang, wenn ich das erzählen muss. Also auf uns sind sie auch zugekommen damals und haben gefragt, ob wir ihnen echt 12 Punkte geben würden. Dann würden sie uns auch 12 Punkte geben. Und dann hat unsere Delegationsleiterin damals, Joyce Battaccini, eine tolle, elegante Partydame, gesagt, um Gottes Willen, das geht nicht bei uns in der Schweiz. Wir haben da den Monsieur Stock in Bern, der ganz korrekt ist und sie lässt da nichts mit sich reden. Und so. Dann hat sie aber tatsächlich auf Bern angerufen und hat dann gesagt, du, hört euch doch mal den spanischen Song an. Wirklich sehr schön. Also, nur so, also mehr hat sie nicht gesagt. Und dann ist also die Punktevergabe gekommen und wir sind, glaube ich, Startnummer 7 und haben darum auch als 7. Punkte vergeben. Und dann gibt die Schweiz tatsächlich Spanien 12 Punkte. Und ich so, oh, aber das ist, also es ist auch ganz ein schöner Song gewesen, muss ich sagen. Und dann sind bis fast zum Schluss, weil der Spanier ist fast am Schluss gewesen, haben wir nicht gewusst, was passiert jetzt. Und er und ich sind immer Kopf an Kopf gewesen. Kopf an Kopf. Und dann kommen die Spanier
Und von denen kommen wir 0 Punkte über. Nein. Und es hat nur Spanien und Malta gehabt, wo mir keine Punkte gegeben. Also ich habe sonst von allen Ländern bekommen. Das hat mir halt dann so ein bisschen das Gefühl gegeben, jetzt auch nach 30 Jahren noch, dass die ein bisschen beschissen haben. Aber ich kann es nicht belegen. Also es ist hochpolitisch, die Punktevergabe. Sven, wie ist denn das heute? Ja, also hochpolitisch kann man nicht sagen. Aber ich glaube nicht, man spürt aus. Es ist hoch emotional. Das ist es auf jeden Fall, oder? Quasi. Und es gibt natürlich Länder, die mehr verbandelt sind. Skandinavische Länder, häufig in Schweden. Halt Norwegen ein bisschen, ja. Punkte, weil man dort ein bisschen verbandelt ist. Aber am Schluss muss der Song einfach gut sein. Und ich glaube, ich habe so gemerkt in den letzten paar Jahren, wenn man gehandelt wird als Favorit, dann hat man fast von allen Ländern Punkte. Oder? Wenn man ein sehr schlechtes Lied hat, dann ist man hinten raus. Und jetzt kommt das Problem, wenn man im Mittelfeld ist, dann ist es einfach ein bisschen Zufall. Dann kann es eben sein, dass man mal Punkte bekommt oder nicht. Weil man kann ja nur eine Handvoll Länder oder zwei Handvoll Länder Punkte geben. Und es sind 25 am Start. Und wenn man im Mittelfeld ist, kann man halt mal Glück haben. Man bekommt die Punkte oder nicht. Und, Eine ist eine Telefonwertung. Da kann also nichts irgendwie geschoben werden. Genau, also heute ist es wirklich... heute hat es auch juristische Aufsichtspersonen, die sogar bei der Jury, es gibt ja einen Teil, wo die Jury das Ganze mitverfolgt und anschaut. Und das sind 50% im Finale, die eine Fachjury bewertet und 50% ist Stellenvoting im Finale. Und beides wird natürlich überwacht und man schaut, wenn es Unauffälligkeiten gibt. Also man versucht natürlich, wie überall auf der Welt, dass der Wettbewerb möglichst fair abläuft. Das ist aber du hast gerade gesagt, der Song muss einfach gut sein, aber es gehört heute noch viel mehr dazu. Das hast ja du, oder merkst jetzt ja du, Remo, oder? Zum Beispiel das Video. Hast ja recht, das Video gehört dazu, es gehören Pre-Parties dazu. Und das Video, das ist ja, glaube ich, also Wojogan, das haben wo produziert? In Schweden? Berlin. In Berlin. Wir sind auf Berlin gegangen, genau. Schau mal, schau ganz schnell in das rein, wie das aussieht. Ein Ausschnitt aus deinem Video. Und es gibt ja eine Stelle in dem Video, wo du so durch Funken durchlaufst. Genau. Wie ist das passiert? Das sieht eigentlich noch recht gefährlich aus. Ja, hast du gerade Bilder von deinem Instagram? Genau, hat sich auch so angefühlt. Ich wusste, das ist so viel los gewesen. Es ist bekannt geworden, gegangen ESC. Ich glaube, zwei Tage später sind wir auf Berlin gereist. Ich war in dem Trubel drin, von dem Hype, von dem ersten Hype. Und ich habe schon gewusst, dass die Szene irgendwann kommt, aber ich habe mir gar nicht groß Gedanken gemacht. Und dann ist es so wie gekommen, sind zu dieser Szene gekommen. Und dann ist extra eine Firma gekommen, die irgendwie die Pyrotechnik installiert hat. Dann habe ich schon gedacht, okay, ich glaube, es wird ernst. Und dann bin ich irgendwie instruiert worden. Ein Instruktor hat mich auf die Seite genommen und gesagt, hey, eben, wir machen jetzt die Szene mit den Funken. Willst du es machen? Ist getrauscht. Und dann habe ich gedacht, hey, was passiert da? Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, hey, wenn ihr sagt, das ist 100% safe, dann mache ich es. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, ja, 100% safe sei es nicht. Es gibt immer ein Risiko, wenn man mit so viel arbeitet. Aber wenn ich es so mache, wie sie es mir sagen, dann kann wenig passieren. Und das war ein Krieg, in dem Feuer reinzustehen. Das Lustige war, wir haben in einer Lagerhalle geshootet, wo irgendwie 10 Grad war. Es war eh schon kalt. Ich habe wirklich gefroren und dann können sie mit einem Tank voll Wasser und gesagt, sorry, wegen der Funken, wenn man die von Zunderst bis Zoberst nass macht. Ich glaube, irgendwo hat man es auch noch gesehen. Ich bin dann dort gestanden, sie haben mit der Lagerhalle von oben bis unten nass gemacht und ich bin dann in dem Führer gestanden. Und das ist so ein bisschen, wie sagt man, aus der Komfortzone rausgekommen. Aber eben, es gehört heute richtig viel dazu. Du kommst ja auch aus Amsterdam zurück, bist am Wochenende gewesen. Da gibt es heutzutage die sogenannten Pre-Parties, die ESC-Pre-Parties. Was ist das? Das sind Pre-Parties, die verschiedene Länder machen, wo man so ein bisschen das erste Mal eine Möglichkeit hat, um vor dem ESC-Publikum von dieser Fangemeinde aufzutreten. Und das habe ich jetzt zweimal gemacht. Das erste Mal in Madrid und das zweite Mal in Amsterdam. Und das war eine coole Erfahrung. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Zum so ein meine Wordegan ist ein eher ein ruhiger Song. Und an dem Abend, die Leute, das erste Mal war es in einem Club, die Leute sind in Partystimmung und dann kommst du mit im Programm und kommst mit so einer ruhigen Nummer. Da weißt du ja selber nicht, wie die Leute darauf reagieren. Aber zum Glück ist das Feedback von dieser ESC-Community sehr unterstützend gewesen und ist ein super cooles Gefühl gewesen. Aber wenn ich jetzt eine Runde frage, oder? Also ihr, die viel früher dabei waren, da hat sich schon viel verändert. Also, das ist einfach eine andere Bedeutung gehabt früher. Es hat keine private Fernsehstationen gehabt. Das ist... die ganze digitale Show, die drumherum war. Früher war es so, da hat es ein Bühnenbild gegeben, oder? Ja. Und das hat man in verschiedenen Farben angeleuchtet, je nach Künstler. Mal war es grün, mal war es gelb. Und heute ist eine riesige digitale Show. Das gehört eigentlich schon quasi zum Act, der geboten wird. Da hat sich unglaublich viel getan.
eigentlich die Auswahl, die ich auch hatte, beim ersten und auch beim zweiten Mal. Willst du mit dem Mikrofon rauslaufen oder willst du das Mikrofon am Stativ, wenn du rauskommst? Das ist die einzige Wahl, die man hatte. Ja. Haben alle die gleiche Bühne. Genau. Aber schön war halt einfach schon, als du im weißen Smoking dirigiert hast. Ja. Bei Cinema. Das ist jetzt halt auch nicht mehr. Aber ich denke, das Festival hat sich ja auch weiterentwickelt. Logisch. Auch soundmäßig. Das Orchester spielt nur noch. Heute hat man Sounddesign. Das ist oder so. Hat es ja. auf die Bühne bringen. Genau. Früher, zu unserer Zeit, ist doch noch das Orchester, das im Vordergrund gestanden ist. Ja, ja. Ich meine, in Madrid im 69 ist das im ehrwürdigen Teatro Real hat das Festival stattgefunden. Der Salvador Dalí hat das Plakat dazu gemacht. Es hat ein paar Blümchen auf der Bühne gehabt. Ça c'est tout, oder? Aber, ja. Aber so showmäßig, Paula, dir ist es immer wichtig, dich auch weiterzuentwickeln. Also, du warst Sängerin, Moderatorin, aber eigentlich auch Entertainerin, oder? Und du hast ja gesagt, du hast nie Shows machen, wo man einen Song an den anderen reiht, sondern immer noch etwas bieten wollen. Also, hast du zum Beispiel noch irgendwie einen Steppen gelernt und du bist immer noch einen Schritt weitergegangen, um noch mehr einzubauen. Und das mit dem Steppen? Hast du erfahren, dass ich auf der Bühne Nummern habe, die ich steppe? Genau. Und die Steppschritte hast du auch eingebaut im Lied es Cinema. Ist ja eine, es ist, genau, es ist ja ein Fernsehwettbewerb. Mhm. Und ich habe immer versucht, hier bei den Songs, die wir gemacht haben, Bilder einzubringen. Bei Pepe Lienhardt war das Zauporn. Mhm. Beim Jumbo Jumbo war es ein Klon, der da an seiner Dreiorgel trägt. Als ich gewusst habe, Paola steppt, habe ich gesagt, wow, super, oder? Das musst du bringen. Es ist schon etwas Optisches. So. Es ist nicht nur zum Zuhören. Ja, und auch die Titel waren immer einprägsam. Swiss Lady, Cinema, alle eure Titel auch. Oder? Du hast, also für mich bist du der Mr. Eurovision Song Contest von der Schweiz. Danke. Eben, jetzt hören wir, es geht um Lieder, es geht um einen Auftritt, es geht um auch ein bisschen um Politik. Wie politisch ist denn der ESC? Man sagt eben, es geht hauptsächlich um den Song, aber es hat auch immer Text mit politischen Botschaften. Klar, jetzt letztes Jahr ganz klar hat die Ukraine gewonnen, aber schon viel früher, also gerade 1968, der Karl Gott, der auftreten ist, der gesungen hat von einem entzweiten Europa, Ost und West, wo sich nicht mehr findet. Armenien, Sven, ist doch auch so etwas gewesen, ab 2016, gell? Ja, also aber man muss vielleicht eine Klammer auftun. Eigentlich ist der Song Contest absolut nicht politisch. Also die Regeln sagen das. Man darf keine politischen Statements haben, man kann keine Texte, die politisch sind. Man darf sich zu nichts bekennen und auch nichts zeigen auf der Bühne. Das sind mal die Regeln. Aber natürlich, wenn Menschen in einem Land ihre Geschichte verarbeiten und ihre Emotionen und ein Land unter Beschuss war oder Repressionen hatte, dann ist klar, dass es Künstler gibt, die das dann zeigen wollen. Und der politische Faktor hat immer ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber wie auf einer zweiten Ebene. Ich sage immer, es war eher ein bisschen geopolitisch. Dort hat man können. In den 60er Jahren hat es einen spanischen Sänger gegeben. Der Franco hat den verboten. Er hat gesagt, du singst katalanisch. Das wollen wir nicht. Dann musste ein anderer Sänger eingreifen. Also schon im Land selber ist es dort schon ein bisschen politisch geworden. Und so Statements wird es immer geben, obwohl man nicht offensichtlich. Man muss sich ein bisschen zwischen den Zielen lesen. Ja. Und ich glaube, das ist das Feine, das sind die Nuancen, die sind. Es wird niemand auf die Bühne kommen und sagen, hey, ich bin für das oder nicht. Also dafür kann man immer. Für den Frieden, ein bisschen Frieden, Nicole, funktioniert. Ja. Dann kann man gewinnen. Und alles andere ist ein bisschen subtiler, ist zwischen den Zielen. Und man darf es jetzt nicht aufstilisieren. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Also, der Song Contest läuft ja seit vielen Jahrzehnten. Und es hat vielleicht ein, zwei Handvoll Lieder gegeben, die so eine Art. Ein bisschen aber immer wieder, und das finde ich ja gut. Also Toto Cotugno in Siemens. Ja, genau. Europe, ist... Europe, Europe, also die, wunderbar. Genau. Wir haben die genau zusammengetragen. Also sprich, 10 von 10 einen Beitrag gemacht, wir zeigen die jetzt, wo wir genau ab dem Toto Cotugno eigentlich die Lieder ein bisschen zusammengetragen haben, wie das aussieht. 1990 rief Italien mit dem Song von Toto Cotugno vor allem an die Balkanländer gerichtet zu einem vereinigten Europa auf. Als der Balkankrieg zu Ende war, sangen 1999 alle gemeinsam, um den Kriegsopfern zu gedenken. Der ukrainische Songtitel von 2007, Lascia Tumbai, klang gesungen wie Russia Goodbye. I want you to see. I want you to see.
2009 wollte Georgien in Moskau mit dem Song We Don't Wanna Put In antreten, wurde aber nach der Vorausscheidung nicht zugelassen. Just 2013 kam von Finnland ein Statement zur Ehe für alle, über die dort gerade abgestimmt wurde. Nach der Krim-Annexion 2014 buhte das Publikum den russischen Akt aus. Und 2019 hisste die isländische Bank in Israel Transparente mit der Aufschrift Befreit Palästina. Und 2022 gewann kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die ukrainische Band Kalush Orchestra den Eurovision Song Contest. I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now! Das war das letzte Jahr und genau nach dem Ende dann von dem Song eben hat man gehört, unterstützt die Ukraine, unterstützt Mariupol und macht das jetzt. Und wir schalten jetzt an dieser Stelle zum Frank-Dieter Freiling, der Mann, der es eigentlich wissen muss, der alles wissen muss, wenn es um den ESC und die Politik geht. Sie sind, guten Abend, Herr Freiling, nach Mainz. Sie sind ja eigentlich als Auslandschef ZDF so für die Hard News verantwortlich, aber Sie sind eben auch ehrenamtlicher Chairman der Referenzgruppe ESC. Und jetzt sagen Sie ja selber, der ESC ist eigentlich eine politische Veranstaltung. Warum hält man denn an dieser nicht politischen Fassade so fest, auch in den Statuten? Na, ich glaube, wie die Kollegen das vorhin gesagt haben, man muss unterscheiden, was auf der Bühne und was hinter der Bühne passiert. Auf der Bühne gibt es ein ganz klares Reglement, wo wir keine politischen Erklärungen zulassen und wo eben, wenn die Isländer oder andere sich politisch äußern im Teil ihres Auftritts, sie abgemahnt werden und es bis hin zu einer Disqualifizierung kommen kann, weil wir eben wollen, dass an dem Abend alle gemeinsam an die Werte, die hinter diesem Song Contest stehen, glauben und nicht an einzelne Positionen oder politischen Aussagen. Und das werden wir auch weiter durchhalten, dass eine Veranstaltung, die von jedem zweiten Europäer, es waren, glaube ich, 160 Millionen in Turin geschaut wird, natürlich immer hochpolitisch ist und dass es viele politische Interessen dahinter gibt, dass es Länder gibt, die versuchen, ein bisschen an ihrem Glück zu arbeiten oder sich präsentabel zu machen für Europa. Das ist immer außer Frage. Sie haben ja ein paar der Fälle erwähnt in der Vergangenheit. Aber auf der Bühne bleiben wir dabei, ist der Song Contest ein unpolitischer. Aber wo ziehen Sie die Grenze? Also Ihre, diese Reference Group, die prüft ja eben auch die Songs. Also zum Beispiel 2016 Armenien mit einem Song, da ging es ja eigentlich um das Leid des Völkermords an den Armeniern, der war zugelassen. Wir hatten auch die ukrainische Band, die zugelassen war, die hat über die Deportationen unter Stalin gesungen, war auch zugelassen. Und dann haben wir Georgien und der Song war eben nicht zugelassen, We Don't Wanna Put In. Also wo ist die Grenze? Genau. Also ich glaube, es kommt im Einzelfall darauf an. Wir haben Songs disqualifiziert, die einfach Label oder Firmennamen im Titel oder im Songtext haben, also eine verdeckte Werbung. Wir haben in der Tat klare politische Aussagen oder Anspielungen auf Aktuelles disqualifiziert. Wir waren aber auch der Ansicht, dass historische Ereignisse wie eben die Deportationen zur Stalinzeit ein ganz anderes historisch unstreitiges Thema sind. Und deshalb kann auch eine Nation dieses historische Erlebnis aufarbeiten in einem Lied und das dann eben sogar noch die Zustimmung von ganz Europa gefunden hat. Ganz Europa, jetzt haben Sie auch mal gesagt, also die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hofft jeden Morgen, dass es den ESC noch ganz lange geben wird. Was ist denn in Ihren Augen die Bedeutung des ESC eben auch für Europa, für den Zusammenhalt? Also ich glaube, es ist einfach die Chance, an drei Abenden Europa zu zeigen, dass es nicht nur Widerspruch, dass es nicht nur Dissonanz gibt, sondern dass es einen vielleicht Katalog gemeinsamer Werte gibt, auf die man sich verständigen kann. Ich meine, der große Unterschied zu einem Football-Match ist einfach, dass es zwei Parteien gibt und die einen unterstützen jene und die anderen die anderen. Hier, egal wer im Rennen ist, bekommt den Applaus des Publikums. Und es ist eine Stimmung, die einfach zeigt, dass wir Gemeinsames haben, dass die Musik verbindet.
Und insofern ist das ein Moment wirkliches Europa. Und die Tatsache, dass Länder wie die Türkei gesagt haben, wir ziehen uns zurück, weil wir nicht diese Werte in dieser Form unterstützen wollen, das sind nicht unsere Werte. Oder aber, dass wir Länder wie Weißrussland oder Russland aufgrund ihres Handelns disqualifizieren mussten und nicht mehr zulassen, zeigt eben, dass auch nicht alle die gleichen Werte tragen. Und ich erinnere nur daran, wir haben einen ausgesprochen vielversprechenden, auch finanziell vielversprechenden Vertrag mit einem chinesischen Broadcaster platzen lassen, als das chinesische Fernsehen trotz einiger hundert Millionen Zuschauer dort manipuliert hat und Szenen herausgeschnitten hat aus der Live-Übertragung, die nicht den chinesischen Wertekatalog entsprachen. Und das hat zur sofortigen Beendigung unsererseits geführt, weil wir nur einen Set von Werte haben, der nicht verhandelbar ist. Herzlichen Dank, Herr Freiling. Danke nach Mainz, danke für diese Ausführungen. Bitte schön. Ja, wir haben es gerade gehört. Es gibt ganz klare Linien. Wie ist denn das so bei der Jury oder auch beim Publikum? Also eben das letzte Jahr der Punktesieg von der Ukraine. Und die haben ja ab Februar wirklich geführt, auch in der, so bei den Wettbüros. Ist das ein politischer Sieg jetzt gewesen, letztes Jahr? Oder hat der Song wahrscheinlich nicht gewonnen? Oder? Vielleicht allein? Schon. Vielleicht schon. Mit der Situation schon. Also der Song ist gut gewesen. Der Song ist auch gut. Der Song ist gut gewesen. Wenn er jetzt nicht so gut wäre, oder? Hat er auch nicht gewonnen, trotz der politischen Situation. Ich glaube, es hat beides gebraucht. Und das ist genau das, wo wir jetzt davor reden. Also das Politische, wo wir haben, in der Gesellschaft, dass wir uns für ein Land einsetzen, dass man Empathie hat für andere, das spielt eben schon eine Rolle, oder? Und ich glaube, da ist jetzt beides zusammengekommen. Der Fakt, dass der Krieg ist, dass man sich solidarisiert mit einem Land, dass man Sympathie hat. Und ein Lied, das funktioniert hat. Und beides zusammen hat dann halt, in diesem Fall zum Sieg geführt. Also das Festival war ja auch einmal Trend. Also zwischen 1960 bis 1980 hat es ein Intervisionsfestival gegeben und das Eurovisionsfestival. Ich weiss, dass im 68 habe ich die Schweiz vertreten im Intervisionsfestival in Karlo Vivar in Karlsbad, in Tschechoslowakei dann zumal noch. Der Karel Gott hat gewonnen und er ist kurz darauf ab, im Eurovisionfestival hat er eben für Österreich 1000 Fenster gesungen. Und das ist ja das Interessante, dass dann zumal, eben, wo ich dort war, bin ich ja für die Schweiz im Osten gewesen. Deutschland war auch dort mit Alexandra. Und es hat nicht so eine klare Linie zwischen Ost und West. Also da ist aber wirklich, habe ich das Gefühl, die Musik wie ein gutes Bindeglied war zwischen Ost und West. Nachher sind ja die Festivals zusammengekommen. Darum hat es dann die Vorübung, die Vorausscheidungen gegeben, weil ja das dann eine Anzahl von Ländern ja gewachsen ist. Aber eben eine politische Botschaft in einem Lied. Remo, dein Song «Wotschogan» ist eigentlich auch ist ein Antikriegslied. Der ist entstanden im Songwriting-Camp. Warum hat der für dich gepasst? Und wie politisch ist jetzt der heute in der jetzigen Zeit? Also der Song ist in einem Songwriting-Camp geschrieben worden vor 2 Jahren. Mhm. Und ja, letzten September die Möglichkeit hatte, mit dem Song drin zu und habe mich sehr verbunden gefühlt. Habe das Gefühl gehabt, die Melodie ist etwas, wo ich gut verkörpern kann, wo ich gut überbringen kann. Und die Geschichte hat mich sehr, sehr berührt und sehr angesprochen, wie er erzählt hat von jemandem, der früher noch mit Wasserpistolen gespielt hat, die Waterguns, und jetzt im Krieg steht und muss für sein Leben kämpfen, für sein Land kämpfen, alles muss zurücklassen, was eine sehr emotionale Geschichte ist. Und ich habe dann so ein bisschen gedacht, hey, ich bin 21, das ist das Alter, wo du in der Schweiz süss ins Militär gehst und dass andere Leute sich in meinem Alter in dieser Situation befinden, nicht weit weg von uns, dass es um alles geht. Das hat mich sehr berührt. Und ich denke, schlussendlich eben, ist der Song ein Appell an Frieden. Und da hat sicher schon zum Teil auch eine politische Botschaft dahinter. Ja, die jetzige Zeit sicher eine politische Botschaft. Wie ist es dann, eben, die Leute tun ja sehr oft, glaube mehr als die Jury, für politische Texte wählen, oder? Man kann es nicht generell sagen. Ich glaube, es ist wirklich das Momentum, das entscheidend ist. Also, alles, was man in der Vergangenheit probiert hat, in eine Richtung zu pushen, wo man sagt, das hat funktioniert, das geht nie. Es ist das Momentum, es ist immer, wie schnell tickt die Welt, wo sind die Bedürfnisse, wo sind wir empfindlich für etwas. Man hat immer probiert zu kopieren. Wenn letztes Jahr ein Lied in diese Richtung gegangen ist, gibt es immer Länder, die sagen, jetzt machen wir einen so. In der Regel funktioniert es nicht. Das hat nie es muss wirklich das ganze Päckchen da sein, ein Lied, eine tolle Komposition, ein toller Auftritt. Und je nachdem, wie die Welt dreht, ob man ein bisschen empfindlicher sein oder nicht, das kann alles eine Rolle spielen, ob man weit vorkommt oder nicht. Ich finde es so richtig,
dass Europa so abgebildet wird. Das gehört ja zu uns. Also, meine Sympathie oder Zeitgeist ist ja um den Weg. Also, es ist nicht eine künstliche Geschichte, die irgendwo stattfindet und im luftleeren Raum, sondern da hat es einen sozialen und gesellschaftlichen Hintergrund dabei. Und wenn dort solche Themen reinkommen, finde ich das wunderbar. Es hat andere Lieder, die sind völlig unpolitisch. Das ist schon wunderbar. Die Möglichkeit, ein Festival zu haben, wo Leute miteinander Musik feiern, das finde ich ganz toll. Und da darf jede Facette darf da dazukommen. Ich möchte auch nicht, ja. Ich will sagen, der Song Contest ist ja auf ganz vielen Ebenen eigentlich eine Bühne geworden für Statements. Also das eine ist jetzt Frieden, es ist aber auch ein Statement für Diversity, für Wokeness. Es ist immer mehr eigentlich mit Auftritt von mit ganz vielen bunten Menschen, die heute auf die Bühne gehen und auch einen Anspruch für sich nehmen und sagen, wir möchten uns zeigen. Und sie haben sich das erobert in den letzten Jahren. Früher, zu meiner Zeit, hat man das noch versteckt. Es war auch bunt, aber es ist eher eine Hetero-Veranstaltung, was ab und zu mal ein Mensch gegeben hat, der sich anders definiert hat. Und heute ist das, ich glaube, 2021 sind 18 Beiträge von 39 Beiträgen wirklich haben einen direkten Bezug zu Diversity, zu Wokeness gehabt. Also, da hat man sich eine Bühne erobert in den vergangenen Jahren, wo, glaube ich, einfach wirklich sehr viele wichtige Statements stattfinden. Und eben ein Bild von Europa, das, glaube ich, wichtig ist. Und nicht nur erobert. Also, ich glaube, der Song Contest hat mal so eine Welle gehabt. Also, die grossen Zeiten, die wir alle als Kind geschaut haben, ja, 60er, 70er, 80er Jahre. Und dann sind die Musiksender gekommen, MTV, und die haben dem Song Contest den Rang abgelaufen. Und dann hat es so eine Zeit gegeben, so Ende 80er, 90er Jahre, wo der Song Contest eine sehr schwere Zeit hatte. Und ich glaube, die queere Szene war eben dort immer noch voll dabei gewesen, weil das ein Anlass ist, der mit Glitzer stattfinden konnte. Und ich glaube, die haben das auch ein bisschen gestützt. Und darum ist das auch ein bisschen in dieser queeren Welt natürlich ganz ein wichtiger Anlass gewesen, also sich dort nach wie vor zu präsentieren. Und ich glaube, die haben das auch ein bisschen gestützt und ein bisschen gepusht, weil sonst wäre vielleicht untergegangen. Und jetzt hier sicher mit Auftritten, die zeigen wir jetzt gerade schnell. Wir haben das auch schon zusammengeschnitten von der Conchita Wurst, Gewinnerin 2014, und von der Dana International mit ihrem Song «Diva», den wir hier sehen. Das war 98 ist das gewesen. There's not a thing that I would change. Ja. Sorry. Ah, nein. Ja, das ist nicht. Aber ja. Nicht ihr Song. Ja. Ihre... ja. Das ist dann der erste mit einem anderen Song. Ja, genau. Aber da haben wir Conchita Wurst 2014. Hühnerhut, ja. Hühnerhut, wie wichtig ist jetzt der Auftritt? Also für mich ist es schon die Musik, die immer im Vordergrund steht, auf jeden Fall. Aber das war so auffallend, wirklich das Mikrofonstativ, Conchita Wurf, ein Lichtkegel, gar nicht grosse andere Effekte, ein Traumlied. Und im Grunde genommen, also wenn ich die Augen zumache, habe ich einfach die Stimme, die Musik gehört. Ob jetzt die Frau einen Bart hat oder der Mann Frauenkleider trägt, das ist nachher schlussendlich noch dazugekommen und ist eine runde Sache. Aber für mich ist beim Eurovision Song Contest immer einfach schon die Musik im Vordergrund gestanden. Aber so toll präsentiert, sensationell. Ich glaube, das war eben das Starke an der Conchita Wurst, dass es eben Wurst war, was sie ist und wie sie aussieht, sondern es hat einfach nur verhebt. Und ich glaube, das war das tolle Statement und darum hat sie ihrer Szene und den Menschen, für die sie auch hat, will ein Zeichen setzen, so viel Gutes da, weil sie ist einfach besser als alle. Also ich finde sie groß. Ich kann Hühnerhut noch heute, wenn ich es sehe und höre, für mich einer von den besten, wenn nicht der beste Eurovisionsauftritt ever. Aber bei ihr ist es jetzt so, ist ein Statement bei der Dana International, glaube ich, im 98. Die hätte dann wirklich Mühe, also was sie zurück ist, hat es glaube Mordsäuge gegeben. Das hat irgendwie wirklich rechte Probleme gegeben, auch in Israel, oder? Mit den orthodoxen Juden, die sich gegen sie gewendet haben. Also, das war relativ gefährlich. Aber das ist umso wichtiger, dass man ein Zeichen setzt und wie normaler das wird. Oder? Vielleicht hat der Contest dazu beigetragen. Hoffentlich, oder? Dass man sieht, hey, das ist normal, das sind einfach Menschen. Und egal welche Gesinnung und egal wie sie sich geben wollen, wenn man mit Respekt
miteinander umgeht, dann funktioniert es. Und es funktioniert eben leider nicht. Zum Beispiel die Türkei hat nicht zuletzt wegen dem Auftritt von der Conchita Wurst gesagt, wir machen nicht mehr mit. Sie haben gesagt, es ist Sitten und Moral. Genau, sie haben gesagt, seit dem Sieg 2014 von der Conchita und es hat noch andere Gründe, die Türkei anführt, dass man nicht einfach jetzt zu den Big Five gehören kann, dass sie mit Zahlen im Finale gesetzt sind. Hat noch ein paar andere Gründe. Aber mitunter ist das ein Grund, dass das Land sagt, das gefällt uns nicht. Oder? Und da sieht man, dass man noch nicht überall gleiche Werte hat, dass man nicht über und darum ist es so wichtig, oder? Darum ist es die Sichtbarkeit so wichtig, dass man sich dort präsentieren kann, egal wie man ist, solange man respektvoll miteinander umgeht, soll jeder das können machen und so sein, wie er ist. Und das ist ein wertvoller Beitrag, wo Conchita eine von denen ist, die sich mit dem Sieg sehr viel können bewegen konnte, aber auch ganz viele andere, die immer wieder auftreten. Also ein Statement, das man setzt, und jetzt mache ich noch mal ganz, jetzt mache ich noch mal einen grossen Sprung zurück. Peter, du hast ja auch mal ein Statement gesetzt. Lang ist es her, damals mal in Jerusalem, glaube ich 79. Jetzt haben wir von gesellschaftspolitischen Statement geredet. Das war eigentlich eher so ein Statement gegen den Pomp und viel Glanz und Glamour, was er heute noch viel mehr hat als damals. Aber dich hat das dort, du hast das damals schon auf die Schippe genommen, in Jerusalem mit den Trödlern. Ja, mit Furi Gorbs und Kneri als Begleitband habe ich gefunden, das gäbe einen lustigen Beitrag. Schau, wir sehen da gerade Bilder dazu. Der erste Klamauk-Beitrag. Die haben mit Lampenschirmen und Gartenrechen und so gespielt. Und wo das Material in Tel Aviv ankam, im Flughafen, hat der Zoll oder der Sicherheitsdienst gesagt, Switzerland Instruments, überhaupt, das kann gar nicht sein, oder? Und dann mussten sie auf den Flughafen gehen, ein Platzkonzert geben, um zu beweisen, dass das Instrumente sind. Und das ist das, also wir hatten das Goldie gehabt, das ist lustig. Es ist nicht wahnsinnig estimiert worden, wir sind, glaube ich, irgendwie 10 geworden, oder? Das ist auch nicht so schlecht. Aber also, wir haben noch nie so viel gelacht. Aber so du hast eben gesagt, du hast ein Statement setzen. Ja, einfach vielleicht auch anders. Es muss ja nicht immer Glanz und Paillettenkleider sein. Und so finde ich das so schön. Aber es darf auch mal etwas schräg sein. Leute, die mit einem Gartenschlauch Trompeten spielen und so. Und der Regisseur, der mir mit diesem Material auf die Bühne kam, der hat fast einen Schlag bekommen. Was meint ihr da? Apropos auf die Bühne kommen, das ist ja, stelle ich mir unglaublich vor. Das sind 40 Länder, die alle proben müssen, eben mit ganz neuen Bühnenbildern. Man hat ja, glaube ich, relativ kurz Zeit, die Bühne irgendwie umzubauen. Also das, wie läuft das eigentlich ab? Ja. Wird dir nicht passieren, dass du den Auftritt verpasst. Das ist nämlich so organisiert und Sicherheitskontrolle und. Also schon, man steht schon fast eine Stunde oder länger parat für seinen Auftritt und dann macht er so einen Parkour. Also da wird gar nichts ein bisschen im Zufall überlassen. Aber was du sagst, ist schon entscheidend. Also man kann sich als Fernsehzuschauerin und Zuschauer gar nicht vorstellen, was hinten alles abgeht. Und der Contest ist natürlich über die Jahrzehnte so viel grösser geworden. Früher hat er noch vielleicht in einem Volkshaus irgendwo Platz gehabt, oder? Ein paar hundert Zuschauer. Mittlerweile in grossen Stadien, sogar in Fußballstadien, die überdacht werden mit 20-30'000 Zuschauer, eine gigantische Bühne und wahnsinnig viel Technik. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn da 30, 40 Länder am Start sind, meistens, manchmal sogar über 40, und jedes Land nur eine Stunde proben will, ist eine Arbeitswoche vorbei, oder? Für Kameraleute und so, oder? Also man muss sich das vorstellen. Darum gehst du 3 Wochen früher, oder? Gange 2 Jahre, das ist ja so, ja. Ja, nein, darum muss man so früh gehen. Und es wird auf Sekunden abgezählt, oder? Quasi, weil es ist eben nicht ein Auftritt im Happy Day, wo irgendein Star kommt und in ein gemachtes Set kommt und sagt, ja, ich trete jetzt auf und mache ein bisschen Promo. Ist egal, ob hinter die Kulisse schön ist. Wenn sie schön ist, gefällt es einem ein bisschen besser. Aber hier ist ein Wettbewerb. Und es zählt eben, wie sieht es hinten aus? Was haben wir für einen Hintergrund? Welche Choreografie? Welches Licht? Und es wird sogar so auf die Spitze getrieben, dass man heute mit gefühlt 30, 40 Kameras um die Bühne um das gar nicht von Hand schneiden kann. Das heisst, es wird alles computergesteuert. Natürlich sind noch die Menschen, Kamerafrauen und Männer, die die richtige Einstellung liefern müssen. Aber der Schnitt kommt auf den Takt. Und das wird alles so durchorchestriert. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und darum ein wahnsinniger Vorlauf auch für den Remo und das ganze technische Team, das eine Woche vor Ort schon voll im Einsatz ist. Du bist schon lange froh, wie oft kannst du üben? Wie oft kannst du auf die Bühne? Hast du 3 Slots, glaube ich, oder? Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, wie der Terminplan aussieht. Ja. Aber es ist nur schon jetzt viel Vorbereitung. Wir sind schon seit dem Januar an dieser Bühnenshow. Oder eigentlich seit kurz nachdem, dass es bekannt geworden ist, dass ich es machen darf, ist mal angefangen. Ich weiss noch, ja.
das Telefon bekommen, dass ich gehen darf. Und drei Tage, vier Tage später waren wir schon in den Calls, wo es irgendwie 30 Gesichter oder 20 Gesichter hatte, ein riesiges Team, wo dem arbeiten, Sascha Jean-Baptiste, der schon mehr für die Schweiz gemacht hat, der das ganze Staging macht, wo ich jetzt schon zweimal auf Schweden reisen durfte. Da ist viel Vorbereitung. Und ich glaube, da kann man sich, oder auch viele Kollegen oder Leute im Umkreis, können sich gar nicht vorstellen, weil da ist denn das Gefühl, du gehst jetzt in den ESC und wenn sie mich jetzt fragen, hey, wieso hast du keine Zeit für den Ausgang, die verstehen es gar nicht. Aber war das die ganze Zeit dabei, war das ich mache, dass so viel Vorbereitung. Und was machst du die ganze Zeit? Jetzt bist du gerade wieder in Schweden gewesen, glaube ich, Choreografie üben. Genau, die Tänzerinnen sind in Schweden, oder? Genau, ich werde mit zwei Tänzerinnen und zwei Tänzern auf der Bühne stehen. Und ja, da braucht natürlich, da ist schon viel Vorbereitung. Man hat oder so etwas, was ich bis jetzt auch nicht kennt habe. Normalerweise gehe ich auf die Bühne mit meinem Song oder mit meinen Songs, die ich vorbereitet habe, und singe den, ohne groß zu überlegen, hey, was mache ich mit der Hand. Und da hast du Zeit, dass du auf einen Auftritt von 3 Minuten so vorbereitet ist, dass jede Gestikulierung, jede Handbewegung wird durchgeschaut und angesprochen. Und da, da hast du sonst gar nicht die Möglichkeit, dich für einen Auftritt so vorzubereiten. Also eigentlich eine wahnsinnige Veränderung, die wir jetzt gesehen haben, oder? Der erste Auftritt von der Polo. Also haben wir es angefangen, im jungen 60. Sie dürfen auslesen, ja, ob sie das Mikrofon mit Kabel haben oder ohne. Genau. Und jetzt sind wir beim Remo. Jetzt bleiben wir doch gerade mal in der Schweiz und schauen mal so ein bisschen auf Geschichte zurück, also auf die Höchst und Tiefs von der Schweiz mit dem ESC. Da hat sie wirklich. Nein. Also, tief nicht. Wirklich nicht. Ich schaue da über die Höchst und Tiefs. Ja, aus dieser Nummer kommst du jetzt nicht raus. Schauen wir einfach doch mal die Höchst und Tiefs an. Schauen wir sie an. Ein riesiges Orchester im Kursaal in Lugano. So sah der Grand Prix Eurovision de la Chanson aus 1956. Gewonnen hat ihn die Schweizerin Liz Assia. Mit dem Chanson Refrain eroberte sie die Herzen der europäischen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Konkurrenz war damals allerdings bescheiden. Insgesamt traten nur gerade 7 Länder an. Du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant. Erst mit der kanadischen Sängerin Céline Dion kam 1988 der nächste Sieg nach 32 Jahren. Céline Dion wurde später zum internationalen Superstar. Je remercie la Suisse de m'avoir donné la chance de défendre une chanson, puis c'est magnifique. Merci mille fois. Danke schön. Auf Wiedersehen. Wunderbar. Merci. Die Melodie stammte von Attila Scherefdu und der Text von Nella Martinetti. Mit Annie Cotton versuchte es die Schweiz 5 Jahre später erneut mit einer kanadischen Sängerin. Es reichte zum guten 3. Platz. Danach gab es für 10 Jahre keine Top-10-Platzierung mehr. Die Sängerin Gunvor musste 1998 gar den ESC mit 0 Punkten verlassen. Genau gleich erging es Piero Esteriore 2004. Die Enttäuschung war riesig. Das macht eigentlich wenig Sinn, immer in den letzten 3, 4 Rängen zu sein. Das ist auch für die Interpreten eher dann belastend. 2007 setzte man auf den bereits international bekannten DJ Bobo. Doch auch er schied bereits im Halbfinale aus. In the darkness, in the shadows, here I am. Ja, man hat mitgeritten. Du hast es kommentiert, Sven. DJ Bobo. Ja, ich war auf jeden Fall dabei und ja, wir leiden immer mit. Also, es ist ein bisschen der olympische Geist, der zählt. Also, wir gehen als Team her über alle Landesteile mit den Sinner, den Rätromanen, den Westschweizerinnen. Und man steht hinter unserem Artist oder der Künstlerin und hofft natürlich immer, dass es gut kommt. Und es tut weh, wenn man es dann nicht schafft. Und lange haben wir gehört, warum machen wir überhaupt mit? Wir haben es vorhin gehört, eben Toni Wachter, oder? Der Verantwortliche dazu mal für das ESC. Ja, und alle sind dann darauf aufgesprungen und gesagt, ja, warum machen wir überhaupt mit?
Freundin, die immer das Gleiche gesagt. Schau, wir gehen an eine Fußball-Weltmeisterschaft, versuchen uns zu qualifizieren, im Wissen, dass wir wahrscheinlich nicht Weltmeister werden. Aber es ist einfach schön, ein Teil zu sein davon, oder? Und jetzt ist es ja gut, seit ein paar Jahren läuft es ja richtig rund. Jetzt sind wir viert geworden, wir sind dritt geworden. Wir sehen auch als kleines Land, als kleine Schweiz im Herzen von Europa, wenn wir einen guten Beitrag haben, können wir viele Punkte holen und ein gutes Resultat raussingen. Also, es funktioniert. Und das ist schön. Ich habe die ganz schlimmen Jahre nicht erlebt. Du hast ja gut ja, deine Vorgängerin beim Kommentieren. Und das hat wirklich eine Zeit gegeben. Das war also echt traurig. Also, ich mag mich nicht, ich bin wirklich implodiert in dieser Kommentatorenkabine. Es ist ja etwas sehr Lustiges, was passiert, wenn man eben mit seinem Team reist. Dann fängt man an Glauben daran, dass man gewinnen könnte. Also, das ist ja eigentlich der Reiz des ESC. Jeder wird innerhalb von diesen 10 Tagen vor dem Event aufgebaut, von den Fans portiert, beklatscht und man hat am Schluss auch so, du weißt was, ich glaube, das könnte jeder. Und das meint jeder und dann kommt eben umso mehr dann die grosse Enttäuschung. Aber du hast ja Kunde kommentiert, gell? Ja, genau, das war bitter. Aber das ist aber halt dort ist man hinterhergehinkt. Das war doch schon Zeit, gewesen, was grössere Shows gehabt. Ja, genau. Also vielleicht, es hat mit dem Lied etwas zu tun, es hat aber auch, das ist so das erste Mal, wo ich auch mitbekommen habe, wie halt Presse und wie damals das Internet irgendwie auch schon hat einem können eins auf den Deckel geben. Also die arme Gunvor, wurde ist glaube ich einen Tag vorher eine schreckliche Geschichte vor ihr dann im Blick gestanden und dann haben alle mit dem Finger auf sie gezeigt und die Frau hat nicht gewusst, woher nehme ich jetzt Selbstbewusstsein, um auf die Bühne zu gehen und zu strahlen, weil das muss man und das spürt man einfach. Also du wirst das auch sehen, Remo, du musst auf die Bühne gehen mit einem Sieger-Feeling und sagen, ich gebe jetzt einfach mein Bestes, oder? Und das hat sie dann nicht können machen. Das ist sehr böse gewesen. Aber was Sandra sagt, ist natürlich schon entscheidend. Man ist ein bisschen in einer Bubble. Also unabhängig. Als Land schon mal in so einer Blatter, oder? Wo man sich gut fühlt und supportet. Und dann auch am Song Contest selber ist man einfach mit diesen Fans und mit dieser guten Stimmung kommt man ein bisschen in die Euphorie rein. Ist aber auch wichtig. Also wir wollen das positiv angehen und hoffen, dass es gut wird. Ja, aber es ist wahr, als ich auf das Oslo kam, auch schon am Flughafen, hat es Fans gehabt, die «Il blöde Lach» gesungen haben und sagen «I'm gonna call for you and Switzerland». Und plötzlich siehst du dann die zwei Tage später, weil wir ja schon so lange dort sind, das sagen die fast jedem Beitrag. Also, sie sind wirklich sehr euphorisch, viele. Und so. Und das ist wahr. Plötzlich denkt man, gut, man sieht ein bisschen die Buchmacher vorher schon. Heutzutage hat man ein bisschen einen Einblick, was könnte realistisch sein und so nicht. Aber plötzlich denkt man, ja. Also, ich weiss noch, in Norwegen bin ich plötzlich in einer Zeitung auch noch unter den ersten 5 dann einmal gehandelt worden. Plötzlich denkt man, ja, doch. Könnte passieren. Ja, das ist ganz genau das. Aber nach einer Presse ist ja schon, das vorher angesprochen, die Presse ist ja schon recht gnadenlos, wenn es jetzt so um den Contest geht. Also die schüttet schon relativ viel Häme aus, oder? Das also ja, nein. Man muss natürlich sagen, wir sind ja hier eure Bubble. Also die Presse wird ja jetzt vor allem in der Schweiz über eine Remo schreiben. Mhm. Und wenn es dann funktioniert, natürlich dann auch über Grenzen aus vor allem. Aber ich glaube, es ist schon immer so ein bisschen länderspezifisch, dass man dort vor allem zuerst mal im Vorfeld stattfindet, wo man herkommt. Und wenn es dann funktioniert, also wenn du dann gewonnen hast, dann geht dann schon die Post ab, oder? Dann bist du dann überall dabei. Was haltet denn ihr von so, sage ich jetzt mal, Sing-Söldnerinnen? Ich meine, in den Nullerjahren hat es ja, glaube ich, erst geklappt mit Vanilla Ninja. Mhm. Oder wieder mal die Schweiz ins Finale, die Top 5 oder katapultiert hat. Ich nenne es mal Sing-Söldnerinnen. Ja. Also, ich finde es natürlich schön, wenn die Interpretin oder der Interpret, der die Schweiz vertreten, hier Schweizerin ist. Ich finde das super. Die Frage war immer, kann man es bei den Komponisten auch so machen? Mhm. Und wir hatten das Glück, dass bei uns immer alles in diesem Sinne schweizerisch war. Wieso nicht? Aber da glaubt, da die Länder ihre eigenen Regeln setzen und es hat glaubt sogar nicht einmal eine internationale Bestimmung gegeben. Schon mit der Sprache so gewesen. Beispiel bei Jumbo Jumbo zuerst mal hat man dürfen Englisch singen und darum haben wir Englisch gesungen. Das hat uns sicher auch geholfen. Am schönsten ist es, wenn ein Land vertreten wird, wenn irgendjemand von diesem Land ist. Zumindest sagen wir auch Komponist oder Texter. Aber why not? Was mich jetzt noch wundert, euch verbindet Musik. Weiss man eigentlich, oder ab wann weiss man, dass die Musik wichtig ist im Leben, dass es die Musik ist? Wie passiert das? Ich meine, ihr habt alle schon früh gesungen, früh Musik gemacht, hast Gesangsstunden genommen, schon in der Mädchenschule, bei den Nonnen. Ja. Nicht bei den Nein, aber nach der Schule bin ich schon in Gesangsunterricht gegangen, das ist so. Und
Ich sage immer, meine Mama hat mir den Bacillus übergeben. Sie hätte gerne Sängerin werden wollen, hat aber ganz einen strengen Papa gehabt. Und dadurch hatte ich von den Eltern die Unterstützung, wo der Wunsch da war. Bei mir hat das dann auch angefangen, am Eurovision Song Contest 1964, wo Giulia Cinquetti gewonnen hat, «Nono l'età». Und das war das erste Lied, das ich dann auf der Bühne gesungen habe, noch während der Schulzeit. Also, es hat so eine Verbindung eben auch zu dem Eurovision Song Contest. Durch das, ich weiss jetzt nicht, ich habe heute gerade im St. Galler Tagblatt einen grossen Artikel gelesen über dich und deine Gesangslehrerin, die alles beschreibt, wie begeistert, und du hättest nur ein einziges Mal an einer Lektion gefehlt. In den 60 Jahren, glaube ich. Das war sehr ein guter Schüler. Ist das so? Ja, also bei mir war das wirklich nie eine Mühe. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber nachdem ich mit dir geredet habe, musste ich sagen, ich bin 6 Jahre eigentlich jede Woche eine Stunde im Gesangsunterricht und einmal bin ich nicht gegangen. Und sonst war es nie, dass ich keine Freude hatte. Oder bei uns daheim war es nie so etwas, dass wir müssen, sondern wir dürfen und wir haben auch wollen, weil wir so aufgewachsen sind. Und unsere Eltern haben immer Musik gemacht. Und aber ganz andere Musik, ja? Ganz andere Musik, so Ländler, oder? Mein Vater macht Ländler Musik, Schweizer Volksmusik, die ich sehr gerne höre, verbinde mit meiner Heimat, mit meiner Familie. Und ich bin so aufgewachsen, ich habe als erstes auch Handorgel gespielt. Und bei uns ist einfach schon, seit ich mich erinnere, oder jedem Flotti-Album, wo ich wahrscheinlich noch nicht mal laufen konnte, aber ich hatte Handorgel auf den Knien, wo man bis da gegangen ist. Das ist ein Lebensmotto, ich bin so aufgewachsen und das ist nicht wegzudenken. Also, ja, von dem her ist es nie in Frage gestanden, um nicht so etwas zu machen. Hat von dir inspiriert, wie es denn bei dir war, Michi? Du bist ein Krankenpfleger-Ausbildeter. Hat es denn bei dir zuerst geheißen, lernen den richtigen Beruf? Oder? Etwas Realistisches, das ist genau das Wort. Zuerst etwas Realistisches und dann kannst du machen, was du willst. Aber eben seit deinem Auftritt, Paola, da habe ich wirklich, ich bin Fan gewesen. Ich habe dann von meiner Gotte ein LP geschenkt bekommen von der Paola. Lieder, die ich liebe, hat die geheißen. Und ich habe die vorne und hinten gelost und vor dem Spiegel mit der Banane oder mit der Haarbürste von der Mutter habe ich nicht gesungen. Ich habe die Lieder alle kennen und ich habe auch wollen Sänger werden und aber ich bin eben auch sehr ländlich aufgewachsen, viel Volksmusik rundherum. Und dann aber in Klavierstunden zu einer klassischen Lehrerin. Und ich war jetzt auch nicht gerade so ein Genie gewesen, dass man gesagt hat, das Kind muss ins Konservatorium. Mhm. Aber ich habe dann später auch Gesangsstunden genommen, bin eine klassische Sängerin und meine Lieder geschrieben und bin einfach fleissig gewesen, dran geblieben. Und eigentlich nach der Ausbildung im Kantonsspital Winterthur hatte ich gerade schon meinen ersten Plattenvertrag gehabt und ja, so geht es weiter. Und du hast ja mit sehr vielen auch zusammengearbeitet. Also mit dem Kuno Launer, einem grossen Hit, mit den Nina Hagen. Als ich so ein bisschen eure Biografien gelesen habe und immer wieder gesehen habe, so das Zusammenarbeiten, das miteinander irgendwie etwas zu kreieren. Gibt es wahre Freundschaften im Musikgeschäft? Ja. 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 Absolut. Ja. Sie hat eine kreative Liebe trifft. Ja. Es ist immer ein wunderbares Wiedersehen. Und ich glaube, ich habe dich letzte angesprochen, jetzt, weil du sagst, ihr denkt daheim auch Handorgel spielen und so. Und ich habe dir mal gesagt, bleib doch dran, mach wieder mal ein Lied für die Schweiz und bau vielleicht eben etwas Schweizerisches ein, das ganz originell könnte überkommen. Also jetzt, weil du das sagst mit den Handorgeln. Ich finde, ja, wenn die Schweiz auch wieder mal repräsentiert, mit einem lustigen Jodel in einem Popsong innen oder irgendetwas, oder? Dass man, also es ist jetzt ja alles immer in Englisch und dass es ein bisschen wieder auffällt. Also. Ich glaube, Peter, du würdest nochmal einen super Titel. Der nächste ESC, oder? Ich habe pensioniert. Der nächste ESC. Übrigens, Freundschaften sind entstanden bei mir über den ESC, Kontakt zu Gruppen, ja. Mit einem Mann aus Deutschland, mit dem Rolf Zukowski, verbindet mich eine lebenslange Freundschaft. Übrigens, sein Sohn hat den Titel von Conchita Wurst komponiert. Ah, bravo. Oder Mitkomponist gsi. Ja. Und das ist auch schön, dass Musik auch über Grenzen weg verbindet. Und dass hier Freundschaften entstanden und Kontakt auch Komponisten, Verlagen. Das ist etwas Wunderbares. Ja, und auch über Generationen weg. Und du machst jetzt in der vierten Staffel glaub, mit von «Sing mein Song». Also, genau. Wo du ganz bewusst mit jungen Musikern zusammen bist. Also, Joya könnte mein Grosskind sein. Oder? Und alle anderen könnten meine Kinder sein. Ich würde es sofort nehmen. Oder? Es geht wunderbar. Wir kommen aus verschiedenen Chancen.
Es hat sogar einen Rapper dabei. Ich heiße eigentlich ursprünglich Peter Rapper. Oder? Also, nein, es geht, es funktioniert. Hier wie dort Musik sollte Mauern einreissen und Brücken bauen. Und der ESC tut das manchmal auch wirklich. Oder? Das ist schön. Brücken bauen, irgendwann wird man dann auch in der Schweiz ein Star. Was ist es eigentlich? Wann ist man selber eine Prominenz und wann hat man es geschafft? Wann ist man ein Star? Wann ist man eine Bratwurst? Gibt es da so eine Linie, wo man sagt, jetzt habe ich es eigentlich wie geschafft? Ich finde das ganz ein blöder Servalapromess. Ich hatte immer sehr ungern den Begriff. Aber für mich ist einfach, wenn man etwas macht, also wenn man nicht einfach nur da steht, wenn ein Fotograf da ist und einfach bekannt sein wegen nichts. Also das ist für mich nichts. Servola sage ich nicht, aber es ist einfach nichts. Aber wenn man etwas kann oder für etwas steht oder etwas zu zeigen hat, dann ist man von mir aus, wenn man dann erfolgreich ist, dann darf man von mir aus ein Star sein. Und es ist auch harte Arbeit, oder? Also wie viel ist harte Arbeit? Disziplin, Talent und Glück, das spielt alles ein bisschen mit, oder? Also, ja, es ist jedem Beruf so, oder? In jedem Beruf, jeder, der etwas leistet. Und ich wehre mich wie Sandra. Das ist so typisch schweizerisch, dass wir sagen, wir haben nur Servola-Promis. Ist natürlich nicht so, aber wir stellen uns immer ein bisschen unter dem Scheffel her. Das ist nicht so. Die Schweizer sagen immer, ja, immer schön den Ball flach behalten. Wir haben so viel Talent in unserem Land. So viele junge, alte Menschen, die irgendetwas zu bieten haben, in ihrer Sparte, wo wir stolz sein können. Und sobald jemand ein bisschen aus dieser Masse rauskommt und jemand anderem Freude macht, dann ist er schon ein bisschen prominent. Und wie mehr das zuschauen, wie prominenter ist er. Und ich würde da gar nicht so einen Unterschied machen, sondern es ist schön, wenn es jemandem gelingt, andere Leute zu begeistern, mit was auch immer das er macht. Und wenn man Leute Freude macht, was gibt es Schöneres? Und dann ist man prominent, die einen ein bisschen mehr. Die anderen ja, aber es ist ja schon etwas Schweizerisches, dass man dann ein bisschen, wie man mit bekannten Persönlichkeiten oder mit Stars umgeht. Gibt es da einen grossen Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland? Ich finde, das Wort die sind, Star die sind ja die Deutschen zu Füßen gelegen. Eigentlich also, jahrelang. Ich sage jetzt auch, dank dem Festival, ich hatte am Anfang den Vertrag bei einer Plattenfirma, aber in Zürich. Und nach dem Festival ist der Plattenvertrag nach Hamburg gewandert, oder? Und ich bin dort dann auch 3 Monate später schon wieder in einem deutschen Festival gewesen. Aber wegen dem Star will ich noch mal sagen, wer sucht den Superstar? Und wie auch das Wort Star ist vielleicht ein bisschen falsch platziert, ganz am Anfang. Weil ich finde immer, optimal ist, man fängt auf der untersten Sprosse der Erfolgsleiter an. Und auf jeder Sprosse lernt man etwas dazu, bis man dann zu einem Star wird. Also, ich finde, man müsste manchmal also den Festivals oder den Wettbewerben einen anderen Namen geben. Aber das Ziel ist natürlich, dass man ein Star will werden. Und das hoffe ich ganz fest, lieber Remo, für dich. Und bevor wir zum Remo kommen, singst du nämlich deinen Song ja noch live am Schluss vom Sendung. Ja. Genau, aber wir machen jetzt hier noch einen kleinen Bogen noch mal zu dir, Paola. Eben Deutschland, ein Star. Dort hast du mit Blue Bayou eigentlich ganz viele Rekorde geknackt. Du warst irgendwie 7-mal in dieser Sendung, in der deutschen Sendung Hitparade. Mhm. 7-mal hintereinander. Man hat eigentlich ein neues Reglement erfinden, dass du nicht einfach dauernd präsent bist. Mhm. Jetzt schauen wir kurz auf deine Karriere zurück. Oh. Zusammengeschnitten. Grüezi! Buonasera! Bonsoir! Allegra! Dufte! Wie gibt's ein Riesenbombe? Wird's gemütlich. Und der Mann im Schlitten, der sieht so sexy aus. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue-Bayou. Die Männer im Allgemeinen, die Männer und überhaupt. Rock is in, the pop is in, let's music. Ich hab's halt einfach gern lustig. Das Entertainment. Also eben, über Jahrzehnte hast du die Menschen begleitet. Ja. Natürlich auch mit deinem Mann, Kurt Felix, zusammen verstehen sie Spaß. Ich glaube, mit 20 Millionen haben die irgendwie vor den Fernseher gelockt. Ihr habt dann beide, aber du warst damals 40, den Entscheid getroffen, aufzuhören.
Du hast gesagt, mal ganz bewusst, auf dem Höhepunkt deiner Karriere hast du zurücktreten. Ja. Warum? Ich habe es nicht bereut. Sagen wir auch durch das, dass mit dem Kurt zusammen wir zwei beide in diesen Berufen waren, wo man einfach ja, kein Privatleben hat. Mhm. Ich habe manchmal gesagt, zum Glück haben wir noch die Sendung «Verstehen Sie Spass» zusammen moderiert. Dann sind wir dort einmal noch zusammengekommen. Weil sonst war ich in den Plattenstudios oder auf Tournee. Er mit der versteckten Kamera zwischen Konstanz und Kiel unterwegs. Und da hat einfach, es ist das Bedürfnis gewesen, dass wir privat leben können. Und jetzt, also überhaupt auch im Nachhinein, muss ich sagen, ist das die richtige Entscheidung war, dass wir noch ein Leben hatten, noch eine schöne Zweisamkeit. Schön. Und auch du, Peter, du machst noch etwas weiter mit dieser Sendung, aber du hast auch den Ehrenpreis Valor bekommen für dein Lebenswerk. Über 1000 Songs stammen aus deiner Väter, verschiedene Interpreten. Jetzt der Preis, was hat das für dich noch geheissen? Also, ich habe mich immer als Musiker empfunden, weder als Star oder als kein grosser Sänger. Ich schreibe einfach gerne Lieder und Musik war ein riesiges Geschenk für mich. Mit Peters und Mark zusammen hatte ich ein fantastisches Vehikel, um die Lieder auch zu transportieren. Jetzt bin ich sehr viel mit meiner Tochter unterwegs. Wir haben zusammen Konzerttourneen gemacht. Und es ist wunderbar, wenn man als Elternherr mit seiner Tochter auf der Bühne stehen kann. Und wir hatten noch nie ein Gestürm wegen Musik oder so. Also, es verbindet. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Grossartiges, dass ich das machen kann. Und ich mache es ein bisschen umgehen. Ich hoffe, es dauert noch einen Moment. Aber, ja. Und jetzt schauen wir an dieser Stelle führen. Remo, du wirst also deinen Song noch spielen. Jetzt holt uns das Piano, den du dann wirst in 3 Wochen. Mit dem wirst du auf dieser Bühne stehen, wirst die Schweiz vertreten. Wir warten jetzt, bis das Piano aufgebaut wird. Und in dieser Zeit ist noch schnell so die Frage in die Runde. Sven, wie liegen die Gewinnchancen? Wie sieht es aus? Gut. Also vom Sven. Vom Remo. Ja, gut. Wie liegen die Gewinnchancen? Ich glaube, wir haben einen tollen Song. Wir werden jetzt hören. Und wirklich eine unglaubliche Stimme. Ich bin immer erstaunt, wie aus dieser feinen Person so viel Volumen rauskommt, wie wir jetzt gleich werden hören. Wir haben sehr einen starken Halbfinale, muss ich sagen. Es gibt 2 Halbfinale. Einen am Dienstag, wo die Schweiz wird vertreten sein, mit 15 Liedern. Und am Donnerstag der 2. Und jetzt haben wir ein bisschen Lospech, sage ich mal, weil wir ganz viele starke Songs haben. Man muss ja in die Top 10 kommen in diesem Halbfinale. Das heisst, er hat sehr viel starke Konkurrenz, die in den Wettbüro auch hoch gehandelt wird. Ich glaube, diese Hürde muss er zuerst nehmen. Und wenn er die nimmt, aber ich bin überzeugt, das kann er, weil er hat alles dabei, inklusive seinen Flügeln, dass er wirklich die Hürde nehmen kann. Und wenn er dann im Finale ist, dann werden die Karten neu gemischt und dann geht es los. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Ja, und wir werden die Saison dann gerade hören. Und ich tue mich aber vorher noch verabschieden von Ihnen. Und ich verabschiede mich von euch. Es war eine tolle Runde. Toll sind ihr da gewesen. Wenn Sie die Heimat weiter diskutieren, machen Sie das auf Hashtag SRF Club oder auf meinem Facebook oder auf meinem Instagram. Herzlichen Dank dem Team hinter der Kamera. Produziert hat die Sendung Miriam Weidwang. Und jetzt hören wir den Remo Forer mit dem Song «Wurzelgang». Remo. Boys who play pretend, army tanks and army men, hide and seek and grow to be the kings we dream. Where do we go? We're standing on the front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We ain't playing now. Can turn around, no water guns. No, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. 'Cause we ain't playing now. Can turn around, no water guns. Just body bags that we've become. Lessons, breaking rules. Nothing hurts when you're bulletproof.
Yes, I do. I do. And where do we go? We standing on the front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We ain't playing now. Can turn around. No water guns. No, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Cause we ain't playing now. Can turn around. No water guns. Just body bags that we've become. What we've become. What we've become. What we've become. Playing with water guns. Not playing with water guns.